Welche Gemeinschaft ist die effektivste? Keine. Das hängt davon ab, welche Waffengattung und welche Fähigkeiten du bevorzugst. Die Berserker sind mächtige Magier, jedoch haben sie sehr antiquierte Ansichten über Nahkampftechniken und Fernwaffen. Wenn du es lieber mit Schusswaffen der alten Welt hältst, sind die Outlaws in der Wüste im Süden vielleicht eine Option für dich. Solltest du eher die hochtechnisierte Energiewaffe bevorzugen, gehst du dann doch besser zu den Klerikern in den Osten. Wie du dich auch entscheidest, du wirst ein Teil der jeweiligen Gesellschaft werden und zumindest zeitweise ihre Ideale vertreten müssen. Wo finde ich noch gute Ausrüstung? Wie schon gesagt, die freien Menschen bieten eine Menge Möglichkeiten an, vor allem in ihren Städten. Doch findest du auch in den Ruinen der alten Welt immer wieder etwas Brauchbares. Besorge dir so schnell wie möglich anständige Waffen und robuste Kleidung. Ja, das. Ich glaube, wir hätten hier sehr viel früher mal hingehen sollen, oder? Das sind ja also Gespräche, die, okay, hätte man auch so ganz zu Anfang so, ja, yeah, well, yeah. Okay. Ja, gut, was jetzt so Schusswaffen der alten Welt und so. Ich bin so oder so Schwertkämpfer. Erstes Playthrough ist eigentlich immer Schwertkampf. Und Schwertkampf ist einfach geil. Und das gibt's auch bei allen Fraktionen, also von daher. Ja, also. Nee, aber wir wären Outlaw. Wir wären Outlaw. Das ist. Mit den Berserkern kann ich mich nicht konform stimmen und. Nee, sorry. Ihr wisst, Klerik. Nein. Es ist Ausschlussprinzip, auch wenn die Outlaws komplett verrückte, zerstörerische Vollpfosten sind teilweise. Aber die sind geil und das ist auch tatsächlich die einzige Stadt, ne? Das Fort von Tavar, wo ich mich bisher wohlgefühlt habe, tatsächlich. Also auch so schon. Ist es. Ja, ne? Ja, das wird schon. Und im Grunde, ja, jetzt ist halt die Frage. Jetzt haben wir uns über alle Fraktionen schön mal informiert. Das Ziel ist jetzt ausgeführt. Jetzt ist halt die Frage, machen wir jetzt in Abessa City weiter oder machen wir schon mal so eine Quest von ihmchen hier? Hier, weil wenn wir schon mal hier in einem Konverter sind, können wir eigentlich hier... Obwohl... Nee, kann man auch später machen, oder? Ich weiß nicht. Hier, ja, bin kein Alp mehr, bla bla bla, klar. Die liefern das direkt. Okay, warum hat dann keiner mal die Schläuche kaputt gemacht? Ja. Ist halt die Frage, wenn ich das hier abschalte, ist dann die geile Animation noch zu sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich will aber, die sieht episch aus. Ich will die noch da haben lassen. Einfach weil deshalb. Ich meine, klar, wenn man jetzt hier immersionstechnisch drauf wäre, mehr klar, dann wäre es sehr viel wichtiger, den jetzt direkt abzuschalten, aber wir wissen ja, es macht sowieso keinen Unterschied. Es ist halt eine Animation, die hier so rumfusselt. Ups. Und die sieht cool aus. Deswegen wollte ich die ganz gerne einfach behalten. Ach, warte mal, wir können mal ein paar Nummer 8 auch essen. Tschüss. Ey! Ja, dann halt nicht so, dann halt so. Ey. Ach, das kann alles nicht wahr sein. Mann. Warte mal. Ich muss noch meine Ausdauer regenerieren, scheiße, Mann. Ey, da hinten, da, der schießt ja da mit, das ist ja voll fies. Ja, okay. Hab schon lange nicht mehr gekämpft, wa? Warte mal, wir werden mal eben erstmal dum-di-dum-di-dum-di-du uns das reinklatschen. So, speichern nochmal. Und dann jetzt hier, hi. Ja, warte. So, jetzt aber. Ey, hallo, sag mal. Warte doch mal kurz jetzt hier. Jetzt lass mich doch treffen.
Hallo? Nein! Nein! Was ist denn jetzt hier los? Sag mal, kann ich jetzt auf einmal, habe ich das Kämpfen komplett verlernt? Oder was? What the fuck? Liegt das irgendwie an der Ebene hier? Oder? Keine Ahnung? Oder? The fuck? Warum sind die so schnell und warum treffe ich nicht? Was soll das? So, so muss es laufen. So und nicht anders. Fuck. So. Ja, ich. Okay. So, ja. Ja, genau so. Was war denn da jetzt so schwierig dran? Keine Ahnung. Nee, aber zurück zu dem Thema, ne? Mit der Animation hier, ja. Ob ich den jetzt ausschalte oder eben erst später, wird halt gameplay-technisch wahrscheinlich rein gar nichts zu sagen haben. Man sieht so cool aus. Ja, ich weiß nicht. Andererseits, zum Beispiel das mit den Kampfrobotern, den Defekten, hatte ja auch Auswirkungen, ne? Ach, schwierig, Mann. Es macht aber auch keinen Sinn, wenn hier die Separatisten ihre Stellung haben, warum haben die den nicht selber ausgeschaltet? Oder ist. Warum geben die mir den Auftrag, den jetzt auszuschalten? Das. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber wollen wir auf Nummer sicher gehen und den doch jetzt schon mal ausschalten? Ach, na komm. Riecht nach Tod. Na komm, was soll's. Ich hab zu viel Schiss, dass es vielleicht doch Auswirkungen hat. Ich sollte das Spiel hier nicht unterschätzen. Ja, den Aufbau von Konvertern, den kennen wir ja. Ein bisschen hoch. Ist halt saudunkel, ne? Vielleicht sollten wir mal eben eine. Was? Alter, ich hab doch. Hier, Nummer 0. So, danke schön. Wer ist hier? Oh. Ein Händler. Lol. Okay. Zeig mir deine Ware. Die haben auch Händler, okay. Anleitung starker Elex-Trank. Du, das. Oh, ups. Das könnte wahr. Könnte wahr. Könnte mal. Komm, der kostet auch nicht viel, ne? Ach ja, go for it, oder? Vor allem kostet der dann einfach. Einfach nur 10 reines Elex und 2 Schnaps? Echt? War das schon. Egal. Ja, kleiner Elex-Trank haben wir schon. Anleitung normaler Elex-Trank nicht. Alles einfach Schnaps und reines Elex, okay. Ja, easy. Ach ja, komm, dann. Kaufen wir uns das Ding jetzt einfach und gut ist. Schaut da wohl nichts. Anel abschließen, ja. Einfach so weggeschmissen hier. Guck mal. Ja, okay. Das sind alles so Altzauberdinger, ne? Diese. Oder bezeichnet man das so? Ich meine jetzt, ne? Naja. So, schauen wir mal weiter. Wo geht es denn hier so schön lang? Ach ja, guck mal. Auf so einer Strecke hatten wir bei dem ersten Konverter einen Flashback, ne? Der Aufbau ist derselbe. Ne? Guck mal, da wieder der Geheimraum, wo mit krassen Hack-Skills erst rein und so. Hier, wenn das hier rumsteht und es keinen stört, ne, ich nehme mir das gerne. So, du bist ja gerade hier auch hochgelaufen. So? Könnte ich? Könnte ich nehmen? Liegt hier einfach mal eine krasse Waffe rum. Sweet. Am Tracht dessen, dass man hier von Anfang an einfach hinlatschen könnte. Ist schon krass. Ja, guck mal. Ja, wir looten natürlich. Loot ist gut. Loot ist Loot und Loot ist gut. Ganz klar. Ah, dass es hier so dunkel ist, klar. Es macht natürlich Atmosphäre und so, aber für meinen Geschmack zu dunkel. Definitiv. Okay, hacken kann ich. Gut.
probieren wir's. Klein, groß, klein, groß, okay. Ja, klein, groß, klein, groß. Ah, okay. Okay, 1 und 3 sind gar nicht dabei. Na, okay, 0 könnte es immer noch sein. Muss es, glaube ich, sogar, oder? Wenn, okay, wenn die 6 nicht an der... Okay, es kann natürlich auch 6, 7, 0, 8 sein. Könnte es auch sein. Okay, 6 und 5 und beide... Ach Leute, warum habe ich denn jetzt die 6 wieder da eingegeben? Ich bin dumm, ey, oder? Okay, das heißt aber, die 5 muss an der ersten Stelle sein. 5, ja, dann... Weil... Obwohl... Nee, doch, muss. 5, ja, 7... 6, ne? Müsste... Ja. Ja, ja. Ja, Kamera gerade sehr schön. Aha, jetzt ist die Fackel auch schon aus. Okay. Ja, damit haben wir das hier mal geöffnet, ne? Kann man nicht so ein bisschen Stuff mitnehmen? Drunter, okay, ja. Gibt's hier noch irgendwas richtig Geiles? Okay, kleiner weißer Stein, yay. Sockel einsetzen, könnten wir uns auch nochmal irgendwann drum kümmern. Dass wir da was Geileres machen. Jetzt warte ich zu nochmal eine neue Fackel, weil er ist ja hier sonst way too dark. So, gehen wir mal hoch. Find's doof, dass der dann sich da so raus teleportiert, das ist ein bisschen kacke gemacht. Ach Mann, lass doch nicht ständig deine scheiß Fackel fallen. Ja, das hört sich alles gefährlich an hier, ey. Machtstoß. Elektroschrott. Das wird dann wohl die Konsole sein, oder? Wo krasser Stuff eingegeben werden muss. Boah, dieses Piepen, ey. Dasselbe Piepen wie damals unten bei dem Big Bang, ne? So, Hammer alles. Eine Dreierkiste, hä? Ja, selbst wenn ich mein Ding jetzt anlege, kann ich das nicht machen. Na dann. Ja. Machen wir das mal. Okay. Epische Zwischensequenz. Nice. Cool. Aber was steht denn hier so drauf? Ist das ein B? Dann ist es Alp. Alp. Initiate. Converter. Starting Interface. Okay. ALP Initiate Converter Starting Interface. Ja. Ja. Schön. Ja, gut, die Texte hier, wenn du jetzt genau ranzoomen würdest und sehr undeutlich, aber könntest du theoretisch auch alles entziffern, aber das mache ich jetzt mal nicht. Aber geil. Geil, ja, geil. Haben wir das mal? So, wir gehen natürlich noch ganz nach oben hin. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Das ist gerade unbequem. So. Okay. Ja, hier sind immer noch die Dinger. Ja, das erste Mal, als wir in einem Konverter waren, schrecklich. Das jetzt sieht's gar nicht mehr so schlimm aus, wenn man sich mal dran gewöhnt. Ups. Ist das eine Kiste? Oh ja.
Das war wohl nichts. Ey, na warte doch mal. Ich muss ja hier mal testen dürfen. Das war wohl nichts. Na, hallo. Ne. Okay. Okay, dann haben wir's. So, das da hinten und dann die beiden. Zu einfach. Jo, jo. Ups. Jetzt habe ich Rechtsklick gemacht. War. Ich muss sagen, das Truhenknacksystem ist halt jetzt seit Risen 2 genau dasselbe, ja. Und. So, ich glaube, was Diebesfähigkeiten angeht, haben sie sich lange keine Gedanken mehr gemacht. So. Irgendwie doof. Also ich weiß nicht, was die ganze, den ganzen Diebesaspekt, den ich halt sehr gerne mag an den Rollenspielen hier, an Piranha Bytes Spielen vor allem. Ich finde, da könnte mal wieder ein bisschen frische Luft rein. Ein bisschen frischer Wind. Also das. Ne. So, warte mal, wie fliege ich hier am schlausten hoch? Hier? Alles zu. Gut, dass wir ein Jetpack haben. Wozu gibt es hier überhaupt diese Ausguck-Ding? Naja, okay, zum Ausgucken. Okay, aber sonst so? Guck mal, hier haben wir Loot. Loot ist gut, als wäre er für mich gemacht. Okay, er ist für mich gemacht, egal. Ein starker... Oh, das sind alles Tränke, die man mitnimmt. Okay, geil. Geil, Mann. Eine Goldraune. Stimmt, wir wollten Tränke machen, ne? Damn! So, die Splittergranaten, dass die auch richtig in ihren Koffern sind, das ist schon... Das ist krass, du. Und einfach mal eine Öllampe, komplett random. Ja, ja. Du, das ist schon... Oh. Das ist schon krass. Okay. Damit haben wir das hier durch, meine ich. Mussten wir jetzt in Edan den Konverter, der war schon abgeschaltet. Da musste man nichts mehr neu abschalten noch, ne? Meine ich. Okay. Ja, haben wir das erledigt. Ja, jetzt, genau, hier haben wir halt so, ne? Feldzug, das ist Outlaw, das ist Kleriker. Haben wir eine große Mission für die Berserker? Haben wir keine von denen hier, weil macht er mit? Okay, hä? Ja, das ist ongoing. Ongoing. Ja, genau. Kaya wird sich melden. Kaja, wie auch immer. Genau, Alp-Commander hier wegen ihmchen, den wir gerade mithaben. Das ist an dem anderen Konverter und das ist noch Nasty. Das kommt auch noch so. Ja, die Sache mit Stormson ist halt immer noch... Er wurde von Klerikern getötet, die Typen da, aber Stormson selbst haben wir noch nicht gefunden. Er wird bestimmt irgendwo in Ignadon rumfutzeln oder so, wer weiß. Ach ja, das gab's ja auch noch. Ja. Das könnten wir mal so, ich weiß nicht, so kleinere Sachen abarbeiten. Wollen wir das mal so machen zwischendurch? Ja, die Sache mit Kral und so, ne? Das war ja auch noch. Ist halt die Frage, sind die Quests immer noch aktiv, wenn ich mich einer Fraktion angeschlossen habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ist er was? Wir sneaken. Oh, wobei da. Ah, sag mal. Ach komm, wir gucken einfach mal, was passiert. Obwohl wir jetzt hier Arcs mit haben. Wahrscheinlich juckt es einfach gar keinen. So, hier ist ein Alp. Die
Größe des Hauses lässt darauf schließen, dass die Familie, die hier gewohnt hat, sehr mächtig gewesen sein muss. Ja, wie kommst du darauf? Entweder die Familie hatte sehr viele Verwandte, oder dies war eine Brutstation. So oder so. Hier muss ein Herrscher gelebt haben. Ja gut, war zwar ein Hotel, aber okay. Ja, so nach deinen Argumenten macht das natürlich für dich auch Sinn, ne? Aber gut. Ich will mal gucken, ob wir irgendwie zwischendurch mal, weil wir waren schon ewig nicht mehr hier. Und wenn nur zwischendurch mal ganz kurz. Ah ja, genau, ne? Judikate Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherren für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ach ja? Wir haben selbst nicht genug qualifiziertes Personal. Schon gar nicht für die Kleriker. Okay. Er hat also auch keinen Bug. Ja. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ja. Ich war im Relikt von Abessa. Was geht dort vor sich? Die Stadt ist hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Und ich hatte die Stille, die von dort ausgeht, stets als Zeichen von Kriegsvorbereitungen gedeutet. Aber jetzt stellt sich die Lage völlig anders dar. Hier, das ist für dich. Na, danke schön. Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Sehr schön. Ja, das einfach nur mal so zwischendurch. Was meine Unterstützung angeht. Ja, das war noch so eine andere Sache. Apropos Schwert stehlen, ne? Das war ja mit Alrik und so. Alrik war ein cooler Typ. Das Schwert könnte ich sehr gerne mal so langsam stehlen, ne? Fragt sich nur, wie ich das hinkriege. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Perfekt. Okay. Because... Hier hast du nichts verloren. Habe ich auch nicht. Nein, nein. Ja, lauf nur. Alles lauf. Gut. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Alles safe. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Hier hast du nichts verloren. Ja, ein bisschen Geld und ein bisschen Stuff. Ja, ey. Bist du wohl gib. Ja, hier drinnen hast du eine kluge Entscheidung. Ja, ist ja alles gut. So, habe ich das mal gemacht, ist auch schon alles ewig her. Für mich ist es so, ich bin recht gut, mich in alte Lagen hineinzuversetzen, auch wenn ich mein Spiel irgendwie so monatelang nicht gespielt habe. Ich bin da relativ schnell immer wieder drin oder auch mit Serien. Deswegen, ich weiß nicht, wie es für euch jetzt ist. Aber ihr wisst noch, ne, Alrik hat uns irgendwann mal gesagt, so, hey, guck mal, der Boss hier, der hat ein krasses Schwert, das kannst du klauen, ne, das ist voll nice und so. Und ja, hier ist es. Hier ist es, hier ist es. Unverkäuflich sogar, so, so. Macht ein bisschen mehr Schaden als das, was ich jetzt habe. Braucht aber mehr Voraussetzungen, okay. By the way. Wir sind schon eine ganze Weile hier drüber, ne? Fuck man, warte mal. Hier, ne? Jetpack-Angriff, ne? Geschicklichkeit pushen. Ne? Ganz klar. Weiß nicht, soll man so über 50 schon? Ich. Nee, oder? Wir können gucken, ob es dann irgendwann mehr kostet. Nee, ich lasse es mal bei nur 50, sonst. Weiß ich nicht, das ist halt doof. Ja, Stärke und Konstitution wollten wir dann auch nochmal ein bisschen höher bringen, ne? Wir übernehmen erstmal das. Dann können wir endlich den scheiß Jetpack-Angriff lernen. Meine Güte, ey. Was wollten wir denn sonst noch so? Einfach mal nachgucken, was brauchte man immer? Stärke, Geschicklichkeit für Schwerter. Stärke, Geschicklichkeit für Zweihänder. Konstitution. Obwohl, nee, hier. Stärke 55, Kriegerschwert.
Ignis Artifacts, Stärke, Geschicklichkeit, ja. Ja, Äxte sind, Äxte und Hämmer, die sind Stärke und Konstitution. Okay, Stärke, Geschicklichkeit, ja. Das heißt, Stärke ein bisschen pushen? 55 ist schon hart, ne? Ja, weil ich will irgendwann auf Zweihänder umsteigen, ganz gerne mal. Weil ich benutze eh kein Schild, deswegen, ich weiß nicht, inwiefern sich Einhänder ewig lohnen. So. Ja gut, das hier war jetzt halt auch. Aber es ist halt auch starke Geschicklichkeit, ne? Guck mal, das ist mittlerweile auch. Nur da brauchst du mehr Geschicklichkeit für. Ich denk Stärke jetzt noch ein bisschen hochbumsen. Ist ganz gut. So.